glaube ich, ja 2-1. Also wir selber als Ägypter hatten wir nur einen Spieler bei einer Champions-League-Finale, Mohamed Salah. Aber sie haben selber schon in der deutschen Liga auch viele ägyptische Spieler, trafen sie. Allen voran Henny Ramsey und Mohamed Aymara. Können Sie sich an diese Spiele erinnern oder wie erinnern Sie sich an diese Begegnungen, wenn die passiert waren? An Ramsey kann ich mich noch etwas erinnern. Ich glaube auch Lautern und Werder Bremen hat er gespielt, ist das richtig? Kaiserslautern. Kaiserslautern, Werder Bremen. Ja. Großer Spieler, cleverer Spieler, technisch starker Spieler, hat er auch zu beiden Vereinen sehr gut gepasst, kopfballstarker Spieler. Hat immer nett und freundlich gewirkt, aber wollte immer, hatte ich das Gefühl, das Beste für sich und für seine Mannschaft. Ja. Was ist denn eigentlich mit Zidane? Mohamed Zidane bei Mainz, das war kein. Der war auch ein Ägypter, oder? Ja, der war bei Hamburg, Werder Bremen, Mainz. Dortmund auch. Den habe ich zum Beispiel auch gut in Erinnerung. Schneller, flinker Spieler, der Tore geschossen hat. Was dann letztendlich so die afrikanischen Mannschaften auszeichnet oder die Spieler auszeichnet. Ne, dass sie da technisch immer versiert waren, kreativ waren, starker am Ball waren und auch schnell und flink. Ich wollte auch kurz fragen, können Sie mir ein bisschen erzählen von Ihrer Rückkehr nach Ihrer Verletzung im Mai 2009 gegen Borussia Mönchengladbach? Wie haben Sie sich in diesem Moment gefühlt, also die Rückkehr? Ja, aber zu dem damaligen Zeitpunkt ein großartiges Gefühl, weil eine sehr lange Leidenszeit hinter einem lag. Ja. Wir haben damals in Gladbach gespielt, genau. Und wurde dann beim Stand von 4-0, 60. Minute rum eingewechselt und das ganze Stadion, auch die Gladbacher Fans haben applaudiert, kannten ja dann logischerweise durch die Öffentlichkeit meine Leidenszeit. Und das freut uns natürlich sehr und hat man eine große Anerkennung bekommen. Und für die ganzen Tage, für die Reha-Zeit, wo man da alleine geschuftet hat, wurde man dann letztendlich nochmal mit Applaus belohnt. Hab dann auch in dem Spiel noch ein Tor vorbereitet zum 5-0. Auf Katlec hat es, glaube ich, geschossen. Zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, dass ich dann aufhören werde. Einen Monat später, aufgrund von meiner Verletzung, war es dann notwendig, dass ich da aufhören musste. Damit ist natürlich aus heutiger Sicht mein letztes Spiel gewesen, was natürlich irgendwo immer ärgerlich ist, wenn man aufgrund von Gesundheitsproblemen aufhören muss. Ja, also das passiert immer mit besonderen Spielern, kann man sich immer an diese Sachen erinnern. Aber Sie waren auch ein ganz großartiger und besonderer Spieler. Wir wollen nur wissen, können Sie mir ein bisschen erzählen von den Möglichkeiten, die Sie hatten? Also sich den großen Clubs in Spanien oder England anzuschließen. Also im Besonderen, als Sie nach der Saison 2002 kurz davor standen, ein Angebot von FC Barcelona zu erhalten. Ja, da standen auch ein paar Vereine, ja, hatten schon Interesse, aber es wurde nie konkret. Aber Barcelona war es zweimal, einmal direkt in der Saison und eine Saison später auch nochmal, hatten sie es auch nochmal versucht. Leider ist unsere großartige Mannschaft von Bayer Leverkusen ein bisschen auseinandergebrochen. Mhm. Und da wollte mich Leverkusen in dem Jahr auch nicht noch gehen lassen. Und deswegen hat es dann auch aus verschiedenen Gründen auch ein Jahr später nicht geklappt. Was natürlich, ich hätte es gerne gemacht. Logischerweise hat vereinsseitig gesagt, leider nicht.